Hallo, zuerst einmal möchte ich Danke sagen. Danke für 300 Abonnenten. Natürlich würde ich das ohne euch nicht schaffen und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und abonniert mich weiterhin. Sollte dir das Video gefallen, abonnieren, liken, kommentieren und die Glocke drücken, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, ich habe hier einfach mir mal gedacht, ich mache mal einen Snack für Kinder. Und zwar weiß ich, dass die Bifila-Karazza immer sehr beliebt sind, aber eben ist auch preisintensiv. Also habe ich mir gedacht, ich mache die mal selber oder in der Art. Ich habe Vollkorntoast genommen und dann mit einem Glas ausgestanzt die runde Form. Ich habe hier bewusst auf den süßen Ketchup verzichtet. Man kann natürlich als Grundlage Tomatenmark nehmen. Ich habe auch auf Tomatenmark verzichtet, aus dem Grunde, weil ich Frühlingszwiebeln mit reingemacht habe, Paprika mit reingemacht, Käse sowieso und die Salami hat dann den Rest gegeben. Die Salami ist Geflügelsalami. Der Käse ist Butterkäse, das Gehackte ist reines Rindergehacktes aus dem türkischen Markt, also Halalfleisch. Ich habe die mit Ei bestrichen, die Ränder, ein bisschen anweichen lassen, dann klebt das besser zusammen. Man kann das aber auch mit Mehl und Speisestärke machen und Wasser, klebt auch gut. Also irgendwas, was eben zusammenklebt. Aber das Ei habe ich dann später noch benutzt für die Reste, wo ich ausgestanzt habe. Das seht ihr aber im nächsten Video. Dann schön belegen. Also zwei Scheiben Salami reichen auch vollkommen. War lecker saftig. Zwiebeln. Und auch hier bei der Füllung kann man eigentlich auch variieren. In der Zwischenzeit habe ich das Öl schon heiß gemacht im Topf. Hier habe ich den Deckel dann auch eingeweicht ins Ei. Also nur den Rand. Und wenn das so schön quietschig ist, lässt sich das so schön zusammenkleben. Bisschen andrücken. Man merkt das ja, wenn es dann zusammenklebt. Wenn es zu trocken ist, dann geht es nicht. Also wirklich ein bisschen nass machen. Nicht zu nass, dann fällt es auseinander. Also ein bisschen Feingefühl ist da schon gefragt. Hier habe ich es dann mal mit einem rindergehackten Patty gemacht. Also wie gesagt, man kann auch Schinken reinmachen anstatt Salami, was die Kinder halt gerne essen. Dann das Ganze schön ausbacken in Öl. Man denkt ja, die wären zu fettig. Im Gegenteil, die Kruste wird sofort fest. Also da ist nichts fettig. Im Gegenteil, die sind richtig schön saftig. Viel Spaß beim Nachkochen.